Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play von My Brother Rabbit. Bevor wir loslegen, möchte ich ganz gerne was dazu sagen. Und zwar, ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe es ein bisschen angespielt und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall sehr schön gestaltet. Es geht um eine Familie, die zwei Kinder hat und die Tochter von der Familie wird halt krank und keiner weiß, was passiert. Und der große Bruder versucht das halt nochmal so ein bisschen mit Hilfe der Fantasie der Familie Mut zu machen. Wie das genau funktioniert, werden wir halt sehen. Das ist kein sehr aufregendes Spiel, es ist ein sehr kurzes Spiel. Also es wird nicht sehr viele Parts haben, dieses Let's Play. Und es ist eine Art Point and Click. Das werdet ihr dann aber heute auch sehen. Wie gesagt, ich habe das schon mal angefangen. Und somit fangen wir mit der Story an. Es gibt keinen... Also es gibt schon Ingame-Sound, aber ihr keine Sprache, so an sich. Somit werdet ihr das Bild, die Geschichte jetzt in Bildern sehen. Viel Spaß. So, da sind wir. Hier haben wir auch den Hasen, den man auf jeden Fall sehen konnte. Und ja, da ist die kleine Blume, die die Tochter darstellen soll. Und da ist die böse, böse Krankheit. Und somit sind wir im Spiel. Was wir machen können... ist so Gegenstände so ein bisschen bewegen. Aber erstmal sprechen wir mit dem Hasen. Er sagt, wir sollen den Hebel ziehen. Machen wir. Kein Ding. Okay. Das soll wahrscheinlich einen Arzt darstellen oder so. Wir sollen nämlich dieses lilane Flubber-Ding. Also das erinnert mich so ein bisschen an Flubber. Wo das halt lila ist und nicht grün. Sollen wir dem Ding geben? Und das ist ja von dieser seltsamen Krankheit, die jetzt die Pflanze oben bedroht. Er sagt, wir brauchen Medizin. Ja, dann hast du erstmal hier. Probieren wir die? Nope. Okay, dann... füllen wir das Glas. Kannst du das Glas nehmen? Nee, auch nicht. Verdammt. Okay, hier haben wir nochmal Medizin. Er sagt, wir brauchen diese rote. Okay. Dann kriegst du halt die rote, mein Freund. Das hat anscheinend funktioniert. Und er gibt uns jetzt die Rechnung, oder wie? Nein. Also, hier ist die Pflanze, die die Tochter darstellen soll. Das ist die Krankheit. Und jetzt ist die Pflanze halt krank. Flug. Aber mit Hilfe des Regenbogens können wir diese Krankheit besiegen. Und das geht folgendermaßen. Und zwar müssen wir mit unserer Pflanze zu dem Pilzbären, zu dem Arztbären. Und der sagt, okay, ich heile dich. Und alles ist wieder in Ordnung. Okay, er sagt, wir müssen zu unserer Pflanze hoch. Aber wir kommen nicht hoch. Da ist ein Schlüssel. So, jetzt kommt die Erläuterung. Dinge, die du brauchst, wenn das... Also das sind Dinge, die wir brauchen. Wenn das Symbol blau ist, befindet sich hier das Gegenstandsteil. Wie viele du brauchst, zeigen uns hier die Pünktchen an. Okay, huch, das wollte ich gar nicht. Wo du einen vollständigen Gegenstand benutzen kannst, benutzen musst, wird uns dann auch angezeigt. Entschuldigung. Also wir brauchen 4. Da haben wir schon mal einen.
Kann ich das Ding nehmen? Nee. Nimm noch einen Schlüssel. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Hier ist nichts. Wie viele brauchen wir? Vier, ne? Können wir die Stange nehmen? Die können wir nehmen. Wenn das Symbol grau ist, befindet sich kein Gegenstandsteil mehr. Okay. Wir haben das Ding jetzt geöffnet. Oh. Und jetzt brauchen wir Schnüre für Stück. Die sich anscheinend hier befinden. Hier ist auf jeden Fall Schnüre. Kriegen wir aber nicht. Eins. Zwei. Das hat, also den Anfang habe ich schon mal ein bisschen gespielt. Deshalb weiß ich ungefähr, wo was ist. Schon mal den Anfang. Einfach nur als... Ja. Zack. Also es besteht im Prinzip aus viel Durchklicken und halt auch durch kleine Mini-Rätsel. Also das Minispiel geht hier wie folgendermaßen. Wir müssen die kleinen Knüppeldinger, die kleinen Kugeln miteinander verbinden. Blau mit Blau. Lila mit Lila, Gelb mit Gelb. Okay. So. Ich glaube, du hast so nicht funktioniert, oder? Doch, so? Nee, Quatsch. Das ging gar nicht so. Du so. Dann wirst du so verbunden und du kommst dann so. Bäm, gewonnen. Haha. Wir brauchen aber noch zwei solche Teile. Und hier ist nichts mehr davon. Dann gehen wir mal. Es ist ziemlich duster. Hier befindet sich auf jeden Fall so ein Gegenstandteil. Ein Eis! Ich bin Eis. Okay. Aha. So, nehmen wir den. Und schon ist es wieder grau und wir können hier nichts mehr machen. Was ist, wenn wir da... Ah, okay. Und dann haben wir jetzt die Leiter. Dann gehen wir wieder zurück. Und klettern mal hoch und gucken uns die Pflanze an. Wir müssen unsere Pflanze retten. Da ist sie. Ganz traurig. Was ist los? Ah, wir sollen mit Luftballons jetzt. Zu dem Pilzding. Das heißt, wir brauchen Luftballon und dann geht unsere Pflanze auch wieder besser. Hier ist einer. Was ist damit? Jetzt brauchen wir auch noch Schmetterlinge. Ach, ich kann die so nicht antatschen, okay. Da ist noch ein Schmetterling. Wir gehen mal runter. Ich glaube nämlich da, genau. Hier war ja noch ein Luftballon. Bei dem einen. Du bist gruselig. Hier war noch ein Luftballon, aber jetzt ist hier keiner mehr. Hier ist aber noch ein Schmetterling irgendwo. Da. Also hier von den beiden ist schon mal nichts. Hier ist anscheinend auch nichts, was wir gebrauchen können. Aber hier muss noch irgendwo ein Luftballon sein. Die Frage ist nur, wo? Eins von den Teilen Luftballon? Nö. Ah, da, ganz versteckt, habt ihr gesehen? Aber jetzt ist hier nichts mehr. Dann gehen wir hier mal weiter. Auf jeden Fall erstmal die Schmetterlinge einsacken, die man jetzt so sofort sieht. Aber da haben wir einen Luftballon. Hier ist noch einer. Ah, gesehen. Du legst mich nicht rein. Wir müssen den Korb mit irgendwas erschweren. Die Frage ist halt nur, mit was? Oh, hier ist noch einer. Mit den Steinchen. Blup. Hier ist noch irgendwo ein Luftballon. Ah, da, das Fenster, habt ihr gesehen? Das war Twiggy.
Und die nächste Quest. Wir brauchen irgendwie solche Dinge. Hier können wir aber auch nicht weiter, weil wir... Oh, hier brauchen wir alles. Was wir nicht alles brauchen. Na schön. Ich gehe mal sagen, wir fangen mal hier unten an. Also hier gibt es auf jeden Fall irgendwo Eis. Und zwar hier. Weil wie gesagt, ein bisschen habe ich ja schon gespielt. So die ersten 20 Minuten. Aber dann bin ich an irgendeinen Punkt gekommen, dann bin ich nicht mehr weitergekommen und dann ist mir auch die Aufnahme abgestürzt. Hier gibt es auch ein Eis. Die Luftballons habe ich. So, das war es, glaube ich, erstmal das, was ich hier kriegen kann, ne? Gut, dann. Wir müssen ja hier irgendwie an das Eis kommen. Dann kriegst du erstmal deine blöden Luftballons. Aber wie ihr seht. Ihr seht, wir werden hier festgehalten. Los, Teddy, mach was. Dann halt nicht. Holen wir uns halt das Eis. Aber das war's auch. Na schön, dann was auch immer wir hier machen. Oh! Fieberstopp. Ah, okay. Dann gehen wir mal weiter. Hier finden wir auf jeden Fall Schmetterlinge. Da ist auf jeden Fall einer. Oh, Rätsel. Ah ne, wir müssen Bilder finden. Okay, 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 okay. Hier sind Blümchen gefragt. Ach Mann! 10.000 Dinge. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Bild. Der ist am Einschlafen. Ah, wie niedlich. Oh mein Gott. Hast du noch irgendwas? Nee, du bist auch am Schlafen. Aber hier gibt es Blümchen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Schmetterling. Oh, hier gibt es noch einen Schmetterling, den ich nicht sehe. Wo bist du? Da bist du. Okay. Aber ich touch doch hier auch die Blümchen. Oh, hier müssten noch irgendwo Blümchen sein. Ich sehe es aber nicht. Ja, für das Haus. Na schön, dann gehen wir erstmal. Hier sind auf jeden Fall Bilder. Hier ist ein Bild. Aber warum nimmt er das denn jetzt nicht? So. Und ein Blümchen gibt es hier auch. Da. Da brauchen wir 5 Blümchen. Ach du lieber Jammer. Ist aber noch irgendwo ein Bild versteckt. Ich frage jetzt nur, wo. Da. Also das ist so ein Hin und Her eigentlich. Also wundert euch nicht. Da habe ich ein Bild gesehen, da habe ich ein Bild gesehen. Eins fehlt noch. Aber hier sind auch Blümchen. Das ist immer so ein Hin und Her. Und da müssen wir es mal probieren und da. Das alles so ein bisschen miteinander aufgebaut, was ich sehr cool finde. War hier nicht nur irgendwie? Aber hier ist noch eine Karte. Letzte Karte. Die Frage ist nur, wo? Ah, da. Dann haben wir das schon mal. Dann können wir da schon mal nach vorne. Vielleicht kommen wir noch irgendwie zu den Blümchen, weil ich habe jetzt spontan... keine gesehen. Aber hier muss noch irgendwo ein Blümchen sein. Ach, wir müssen das Rätsel lösen und dann können wir. Also ja, wir müssen das schieben anscheinend. Oh nein, ich bin doch in sowas immer so grausam. Ach, Gott sei Dank. Das erscheint mir jetzt irgendwie passend. Das irgendwie noch nicht so ganz. Ah! Jetzt aber. Also irgendwas trinken. Okay. Dann kriegen wir auf jeden Fall das Blümchen. Ah, die Gießkanne trinkt sich jetzt voll. Und da kommt der Regenbogen.
Bäm! Und schon ist alles hier wieder viel heller. Das ist voll cool. Ja, ich wollte es gerade hinbringen. Dann füllen wir das auf. Und wir dürfen da rein. Wie cool. Das ist so liebevoll gemacht. Ich finde die Grafik einfach so wunderbar schön. Hier ist auf jeden Fall noch ein Schmetterling. Da nicht. Und so eine Kurbel. Oh. Okay. Mir ist noch nicht so ganz klar, was hier passieren soll. Da ist aber was aufgesprungen hier. Ah, okay. Jetzt sollen wir die suchen. Ich dachte, das wären so Hilfsmittel. Das kriegen wir nicht an oder aus. Wo sind denn die Schmetterlinge? Seht euch das an. Wie süß. Eigentlich wollte ich das da hinten anklicken, aber das funktioniert anscheinend nicht so wirklich. Aha. Da wird mir angezeigt, was da drin ist. Schmetterling, Edgy-Bad. Was haben wir noch? Ein Tennisball, den brauchen wir aber nicht. Er ist ja in Ordnung. Ich gehe ja schon. Eine Glühbirne. Hier ist noch eine. Aber das war es dann auch schon. Dich habe ich gesehen, das weiß ich. Hier ist noch irgendwo eine. Ist irgendwas kaputt gegangen? Seht euch das an. Die Krankheit hat sich schon so ein bisschen ausgebreitet. Das ist sehr traurig. Da kommen wir nicht durch. Also man muss wirklich bei diesem Spiel sehr genau hinschauen. Hier ist noch eine, das habe ich nämlich gesehen. Und ich glaube, unten war noch eine. Irgendwo hier unten. Genau, hier nehme ich. So. Wollte gerade sagen, ich hab's doch. Ich weiß doch noch, wo da diese komische eine Fliege war. Weil ich habe wirklich am Anfang gedacht, dass es eher so ein Hilfsmittel ist. Also so nach dem Motto, möchtest du einen Tipp haben? Eins, zwei, drei. Ah, der große Bude, also der Hase gießt die Pflanze. Und er macht irgendwas mit dem Dings. Das sind wahrscheinlich so Kindheitserinnerungen, weil der Hase soll ja der Bruder darstellen und die kleine Pflanze, die kleine Schwester, die erkrankt ist. So. Und nun? Darf ich es nicht? Bim, bim. Hallo. Okay. Ich glaube, da drinnen war noch irgendwie. Nee. Irgendwo ist noch ein Schmetterling, von dem wir nichts wissen. Ist kein Schmetterling. Wie kriege ich dich denn wach, mein Freund? Ich hätte ganz gern einen Hilfetipp. Ein Tipp.
Aber ich kann ihn auch nicht nehmen. Hier sind doch überall Gießkannen. Ich raff's nicht. Also. Vielleicht nur so? Ich muss doch da irgendwie reinkommen. Hallo. Mr. Schnecke. Machen Sie sich mal auf. Eigentlich waren die ja alle zu und die war offen. So genau raff ich es nicht, wie es weitergeht. Komm schon. Mir fehlt auch immer noch ein Schmetterling und ich weiß nicht zum Geier, wo der ist. Die Krankheit nimmt langsam auch ein bisschen überhand. Wenn ihr das mal so seht, die breitet sich doch schon so ein bisschen aus. Ich kann auch nichts benutzen. Wieso kann ich dich nicht benutzen? Schwierig, meine Freunde, schwierig. Hier drin ist auch nichts mehr, was mir helfen könnte. Muss ich hier irgendwas machen? Nein, also das ist nur so ein Monddingens. Schade. Ein Auto. Okay, wir haben jetzt im Prinzip alle, glaube ich, gesehen. Ich hätte ganz gerne einen Tipp, wenn ich ehrlich sein soll. Wie kriege ich dich denn wach? Wie kriege ich dich denn wach? Die Krankheit hat nämlich jetzt schon das hier befallen. Es muss ja damit irgendwie zusammenhängen. Also ich hätte gedacht, das muss auf jeden Fall zu, weil das ist ja... Ne? Gehört ja dazu. Nein. Habe ich hier vielleicht irgendwie einen Ansatz? Frei gewinnt? So, in der Richtung. Und nein. Ach, Mann. Vielleicht, ich weiß auch nicht, wo im Prinzip der nächste Schmetterling ist, weil einer fehlt uns noch. Der wird uns aber nirgendwo angezeigt. Darum habe ich gedacht, ist er vielleicht hier in der Hütte. Aber ich weiß nicht, wie ich das Ding hier aufkriege. Ursprünglich sind ja die zwei rausgeflogen. Dann war es ja nur noch der hier. Da können wir und da können wir. Aber das war es dann auch schon. Ich kann den aber auch nicht greifen. Die schlafen auch alle. Er ist traurig, weil er jetzt sein Würstchen nicht mehr braten kann. Ah, das tut mir so leid. Hier? Funktioniert das Ganze auch nicht. Oh. Ja, wir müssten das gießen, damit wir das denn, damit die losgehen und wir wegfliegen können. Aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ne? Das ist so. Also ich kann hier nirgendwo klicken. Also ich klicke schon die ganze Zeit wie so eine Verrückte.
Aber ich weiß nicht, wie ich die Tür aufkriege. Weil das Spiel gibt auch gerade gar keine Hilfeeinstellungen, also Hilfestellungen, wie was gemacht werden muss. Die schlafen alle. Wieso schläft ihr denn alle? Werde doch mal wach. Ach Mann, wie ich sowas hasse. Und keine Hilfestellung. Einer fehlt uns noch. Und ich weiß nicht, wo er fehlt. Nee, Quatsch. So. Also, ich denke mal, ja, irgendwo muss hier noch ein Schmetterling sein. Aber die Frage ist denn, wo? Also hier ist schon mal keiner. Hier ist auch keiner. Die machen halt nur so lustige Geräusche. Das war's dann aber auch schon. Also unserer Pflanze geht sehr schlecht. Hier ist das Bild von den beiden. Hier ist kein Schmetterling. Das wurde mir sonst angezeigt. Und den kriegt die Schnecke nicht wach, ne? Das ärgert mich gerade zutiefst. Ich weiß, die Lösung muss irgendwo sein. Aber ich finde sie nicht. Wir haben alles eingesetzt. Aber ich raff's nicht, wie ich die wach kriege. Ich meine, das ist ein Schmetterling. Hallo. Ach, okay. Na schön. Ich würde mal sagen, hier ist nämlich auch kein Schmetterling. Wir beenden hier diesen Part. Vielleicht kommen wir noch irgendwann mal drauf. Ich weiß es nicht. Aber ich würde jetzt hier diesen Part erstmal beenden. Ich finde das hier mit dem Ding ist auch ganz komisch. Und ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der erste Part von diesem Let's Play gefallen. Schaut unbedingt in den zweiten Part rein, weil ich finde dieses Spiel wirklich unglaublich niedlich. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.